Als ich sagte, wir könnten Manöver üben, habe ich was anderes gemeint. Ist schon okay, Mom. Sei nicht so eine alte Dame. Alte Dame? Diese alte Dame erzählt dir gleich was übers Fliegen. Also pass auf. Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Und zwar wollen wir heute mal den Story DLC Wiederbelebung spielen. Und was uns dort erwartet, das schauen wir uns natürlich an. Ich weiß, ich bin etwas spät dran, aber ich hatte einfach keine Zeit, zurzeit Star Wars aufzunehmen. Aber das werden wir jetzt nachholen. Jetzt schauen wir doch einfach mal rein, was uns in Wiederbelebung alles so erwartet. Aiden vs. Story geht weiter, als die erste Ordnung an die Macht kommt. Die Galaxis braucht ein weiteres Mal die Dienste der Kommandeurin des Inferno-Trupps. Okay, schau mal rein. Wiederbelebung starten. Ja, machen wir ganz normal Soldat, ist klar. Und auf geht's, würde ich sagen. Aiden wäre sie anscheinend ein bisschen älter geworden. In den anderen Teilen war sie ja noch ganz jung und frisch, würde ich mal sagen. Jetzt ist sie doch schon ein bisschen älter mit graues Haar. Aber schauen wir mal, wie sie noch drauf ist. Ob sie noch gescheit kämpfen kann. Weißt du, Aiden hat mich vielleicht verraten, aber du, Dell, du hast mich enttäuscht! Ask, lass sie einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Kurz. Du weißt, das wird sicher locken. Davon gehe ich aus. Als ich sagte, wir könnten Manöver üben, habe ich was anderes gemeint. Ist schon okay, Mom. Sei nicht so eine alte Dame. Alte Dame? Diese alte Dame erzählt dir gleich was übers Fliegen. Also pass auf. Ein Signal von der Corvus. Dein Dad ist doch erst in ein paar Tagen zurück. Aiden, hier ist Triff. Ich schicke dir jetzt Koordinaten. Ich muss dich sehen. Unterwegs. Onkel Schriff, hab deinen Dickschädel vermisst. Oh ja, ich deinen auch, Say. Ist alles okay? Wo ist deine Mom? Die sucht ihren Mann. Schön, dich zu sehen, Schiff. Wo ist Dell? Ich bin für den Widerstand Gerüchten nachgegangen im Jinata-System. Es geht um ein Projekt namens Wiederbelebung. Personen verschwinden und General Organa glaubt, dass die Erste Ordnung vielleicht dahinter steckt. Ich war überrascht, als meine Scanner die Corvus auf Pelio outeten. Was hast du gefunden? Gar nichts. Das Schiff war leer und auf dem ganzen Planeten Tagebau. Ich habe überall gesucht, aber kein Zeichen von Dell. In den Schiffslogs habe ich dann das gefunden. Also vor Pelio
Vardella Vatula, einem Planeten am Rand des Systems. Dort muss jemand wissen, was mit Dad ist. Hoffentlich. Denn es ist unsere einzige Spur. Shriff, nimm Kurs auf Vatula. Gerne. Dell ist nicht hier. Hat er sie geschickt, um uns zu helfen? Die Jinata-Sicherheit hat schon so viele Familien entführt und wir sind verzweifelt. Jemand unterbricht das Signal. Das sind Jinata-Sicherheitsschiffe. Glebstruppen. Was ist hier los? Wir haben Besuch. Shriff, ich brauche deine Erfahrung auf der Brücke. Zay? Das kommt jetzt plötzlich, aber du bist soweit. Komm in den Hangar. Der Atulaner hat gesagt, die Jinata-Sicherheit entführt Familien. Dahinter muss mehr stecken. So ist es. Hier spricht Lima Kai von der Opportunity. Ich rufe die Corvus. Ergebt euch, bevor es hässlich wird. Das wollte ich auch gerade sagen. Ha! Kleb sagte schon, dass sie stur sind. Aber hey, ich hab's versucht. Bis dann, Commander. So, jetzt werden wir wieder schauen, wie lange haben wir gespielt. Kannst du die Corvus längsseits der Fregatte bringen? Wir haben jetzt ein bisschen einen Rückblick gesehen. Ich kann Asteroiden oder Lasern ausweichen, aber nicht beidem. Und sie weiß ja anscheinend noch nicht, dass ihr Mann tot ist und sie ist Mutter geworden. Sie müssen alle weg. Geile Sache. Okay, schauen wir mal, ob wir sie noch hinkriegen. Okay, das kriegen wir noch hin. Da müssen wir hier auf die Asteroiden aufpassen. Ups. Wuha! Scannern sind die Transporter fast leer. Labs-Truppen verschleppen anscheinend Atulaner und bringen sie auf die Transporter. Schon. Sind das für Raumschiffe überhaupt? Die sind ja komplett neu. Ziel zerstört. Wir müssen die Sternjäger ausschalten. Ich warte auf dich. Wir greifen an! Nein, schaltest du bitte die... Moin! Eieiei, das geht ja schon wieder gut los hier. Aber es macht auf jeden Fall wieder richtig Spaß, muss ich sagen. Okay, nochmal. Was ist der Plan, Alben? Kannst du die Corvus längsseits der Fregatte bringen? Erst wenn die Schiffe ausgeschaltet wurden. Ich kann Asteroiden oder Lasern ausweichen, aber nicht beidem.
Ich orte Sternenjäger und Transporter. Worauf soll ich mich konzentrieren? Sie müssen alle weg. Folge mir einfach und achte auf die Asteroiden. Keine Sorge, Mom, hab eine Menge von dir gelernt. Und will ihr hoffen? Hey, hilf mir bei den Kopfkindern. Ich folge dir. Wir haben mal die Zerstörer erstmal ein bisschen wegballern hier. Erledigen wir die Jäger. Alles klar. Aber irgendwie nehmen die nicht so viel Schaden. Schauen wir, dass wir erstmal die Jäger ein bisschen zerstören. Wurde auch. Laut den Scannern sind die Transporter fast leer. Labs-Truppen verschleppen anscheinend Atulana und bringen sie auf die Transporter. Selber schuld. Wer fliegt schon so alte Kisten? Alt muss nicht schlecht sein. Alles, was schief ist, gefährlich. Mein Gott. Schreiben wir uns diesen Transporter etwa an? Sieht so aus. Nur noch bewaffnete Träger. Wir kümmern uns darum. Sei zu mir. Wir erledigen die Transporter. Okay, schauen wir nochmal, ob wir die Transporter ein bisschen kriegen. Transporte. Okay, da hätten wir schon einen. Schauen wir uns den nächsten gleich. Das letzte sein. Konvoi zerstört. Sie entführen heute niemanden mehr, Lima Kai. Glauben Sie? Ich muss eine Quote erfüllen. Wenn nicht hier, dann eben irgendwo anders. Das glaube ich nicht. Sie geht nirgendwo hin. Ich dreh mal ab. Schiff, zieh den Beschuss der Fregatte auf dich. Dann schalten wir die Krieger raus. Roger. Dann mal los. Schluss damit! Jagd die Triebwerke hoch!
Haben wir wieder mal ein paar kleine Ausreißer hier. Alle Laser und Torpedos auf die Triebwerke feuern ein! Lass mein Schiff in Ruhe! Ich glaube, es funktioniert. Dann bleiben wir dran. Clem hatte recht, sie bedeuten Ärger. Naja, viel Schaden nimmt's aber nicht gerade. Okay, der hat gesessen. Triebwerke sind hinüber. Lima Kai, ich gebe Ihnen eine letzte Chance aufzugeben. Dafür bezahlt Clem mich nicht. Sie bezahlt mich für einen Job und den werde ich erledigen. Nein, Lima Kai ist mit einem modifizierten N1-Sternenjäger unterwegs zu dir. Und er hat schwere Sternenjäger zur Verstärkung dabei. Ich lenke Lima Kai ab, du erledigst die anderen. Seh, warte! Zu spät! Also mal die zwei Kerle hier. Ich kann ihn beschäftigen, aber nicht ewig. Du schaffst das. Bleib einfach konzentriert. Mr.
freut. Hab ich doch schon, Mädchen. So, hier müsste auch noch irgendwo eine sein. Wo geht denn hin? Gute Idee. Das deaktiviert die Bomben, bevor sie explodieren. Was? Minen deaktivieren. Der Ionenimpuls kann kann Minen deaktivieren und verhindern, dass sie explodieren. Ah, okay. Au! Schluss damit! Entschädigung ein! Unverschämtheit! Lassen Sie das! Achtung, da hinten! Auf der steht Ihr Name drauf! Eieiei. Wie ist das? Ich habe den Job nur übernommen, weil es easy sei einfach. Feste Bezahlung, warme Mahlzeiten, kaum Leute, die mir in den Rücken fallen wollen. In meiner Branche ist das... Ciao, Bella. Verdammt! Boom. Du verlässt mich einfach? Ich weiß, das klingt jetzt hart, geil. Aber ich hab den Kerl wirklich gehasst. Ich hol mir die Fregatte. Fregatte. Es ist vorbei, die Opportunity hat sich gerade ergeben. Was? Kaum ist der Anführer weg, geben Sie einfach auf? Ich könnte Ihnen gesagt haben, dass all unsere Erschütterungsraketen sofort abfeuerbereit sind. Say, die Corvus ist seit Jahrzehnten unbewaffnet, das weißt du. Aber die wissen das nicht. Nein, tun sie nicht. Gut gemacht, Soldat. Das ist nicht alles. Sie haben alles gestanden. Glab hat Dale abgefangen, als er über Projekt Wiederbelebung stolperte. Wo ist sie? Das glaubst du mir nie. Vados? Ginata Sicherheit, Hauptquartier. Warum sollte Zay auf der Corvus bleiben? Sie hat gute Arbeit auf Atula geleistet. Wir könnten sie hier gebrauchen. Glab gehört zu einem Teil meines Lebens, den ich gern vergessen würde. Zay darf meine Vergangenheit kennen, aber sie soll ihr nicht ins Gesicht schauen müssen. Das verstehe ich. Gut, Leute, damit würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Und wenn ihr mir ein bisschen Support da lasst, natürlich in Form von Like, Kommentar oder auch ein Abo. Wäre alles super, super. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.
bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und mit den anderen Projekten. Ciao, ciao, euer Andi.